Hallo liebe Leute auf dem zweiten Kanal und herzlich willkommen zur ersten Folge Ark Comes Alive Forgler oder wie auch immer die Map heißt, ich habe keine Ahnung. Wir spielen das Ganze hier jetzt ein bisschen auf dem zweiten Kanal, aber ganz entspannt. Wir lassen uns hier nicht stressen, das hier ist so mein Chili-Mini mit euch quatschen Account, wo wir einfach mal so ein bisschen Sachen austesten und so ein paar Sachen angucken. Und ich wollte die Ark Comes Alive Mod die ganze Zeit eigentlich schon weiter zocken, kam aber nicht dazu, weil ich auf dem Hauptkanal die ganze Zeit Ark Nemesis gezockt habe. Ich habe echt die ganze Zeit Kompis hinter mir. Ich renne mal ein gutes Stückchen weg, vielleicht bin ich da ein bisschen sicherer. Und deshalb dachte ich mir so, wisst ihr was, wir machen das einfach auf dem zweiten Kanal. Warum nicht? Spielt hier ein bisschen, guckt mal, wie es läuft. Wir bauen uns hier gleich eine kleine Base, machen eine Armbrust, machen dann diese Pfeile. Die waren, glaube ich, relativ billig in der Mod. Ich glaube, dafür braucht man nicht mal Narkosemittel. Ich glaube, sogar nur Narkosebären. Und dann ziehen wir uns ein paar Sachen, gucken uns die Map vor allem in Ruhe an, weil die habe ich gestern erst gekauft. Ich habe mir noch nicht so viel angeguckt. Ist ja irgendwie Raptor aggressiv? Nee, ist er nicht. Und ich finde sie bisher super schön. Also ehrlich, könnte... Der ist aggressiv, hä? Könnte eine meiner Lieblingsmaps werden und sein sogar. Und ich werde einfach von dem Oviraptor verprügelt. Das war's. Ich glaube, ich lasse mich einfach verprügeln und starte neu. Ich glaube, ich muss einfach den Schmerz hinnehmen. Also das ist mir auch noch nicht passiert. Ah, wo spawnen wir denn mal? Ich glaube, wir spawnen so hier unten links. Obwohl da gerade wahrscheinlich gar nicht so ein schlechter Platz war, weil da war übel viel Kristall. Da hätten wir uns schnell ein Spikeless machen können, aber egal. Ich werde jetzt hier ein bisschen rumfarmen, mir gleich mal ein bisschen hier eine Axt, eine Spitzhacke bauen, dann vielleicht ein paar Foundations placen, dann eine Forge und sowas aufstellen. Ich muss mal gucken. Alter, hier sehen so viele Sachen so krass aus. Ich hoffe, dass wir schnell einen Petri bekommen, um ein bisschen rumfliegen zu können, weil die Map ist atemberaubend, echt. Ah, ich werde überall angegriffen. Was ist das schon wieder? Warum, Dillo? Lass mich in Ruhe. Warum bin ich eigentlich so schnell? Mir kommt das so vor, als wenn ich übel schnell bin. Ich habe irgendwie keine Movement Speed oder so, aber ich könnte Movement Speed skillen. Oh mein Gott, ihr kommt... Ah! Ja, gar nicht mehr hinter mir her. Was wollt ihr tun, ey? Ich bin fast as fuck, Bui. Keine Chance. Was ich aber vorher sagen möchte, ist, dass das hier auf jeden Fall kürzere Folgen werden. Nicht, dass ihr euch wundert, dass hier so viel kürzere Folgen online kommen, weil sonst schaffe ich halt auf dem Hauptkanal nichts, ne? Also nicht, dass ihr euch denkt, hier kommt 20 Minuten Folgen, da kommt 20 Minuten Folgen und das ist gar kein Problem. Nee, tatsächlich steckt da viel Arbeit drin. Ich schneide da sehr, sehr, sehr viel dran rum und deshalb muss ich hier immer ein bisschen kürzer treten. Aber ich dachte mir so, besser als wenn gar nichts kommt und wir können uns halt ein bisschen die Mod angucken. Das ist doch auch cool. Guckt euch einfach den Teil der Map da an. Was sehe ich da überhaupt? Ich weiß nicht mal, was das ist. Das sieht ultra wild aus. Es ist wieder ein Dillo hinter mir her. Wir werden uns wehren. Aber sowas von. Speer wird gecraftet. Der kriegt eine drauf. Ohne Witz, der hat sich mir den falschen angelegt. Vielleicht auch nicht, weil ich übel langsam bin gerade. Und ich habe die noch nicht unten im Inventar. Und deshalb bin ich nicht so vorbereitet, wie ich eigentlich vorbereitet sein wollte. Und ich muss einfach stehen bleiben kurz. Aber das ist okay. Machen wir einfach so. Hier, da. Friss das. Level 16. Du denkst, du hast eine Chance? Hast du nicht. Gib mir dein Leder aber sofort. Junge, ich bin ja reich. Direkt reich. Ein Dillo. Spiel durchgespielt. Und er bringt auch noch zwei Babys mit. Oh. Da habe ich fast ein schlechtes Gewissen, ne? Aber du fast. Friss das. Ich weiß gar nicht, seit wann ich angefangen habe, auf Third Person zu wechseln. Es ist einfach passiert, dass ich das öfter mal mache. Aber mir gefällt das voll gut. Irgendwie so, die Sicht ist irgendwie schön. Ich treffe nur nicht so gut. Also wenn ich irgendwie auf Sachen schieße oder so, habe ich kein Aim. Aber ich finde es irgendwie cool, mich als Person ab und zu mal zu sehen. Wir haben einfach schon 10 Foundations. Ich bin ja wirklich komplett reich. Das Ding ist, will ich die hier hinsetzen? Ich habe keinen Plan. Ich glaube, ich will eigentlich gerne woanders hin. Ich habe halt einmal, bin ich die Map so abgeflogen. Ich dachte, wenn ich mir schon so eine 7-Euro-Map hole, dann will ich auch ein bisschen was davon sehen. Und ich finde sie halt echt übel krass. Und hier gibt es so schöne Orte. Da würde ich halt gern lieber hin. Aber für so eine Startbase wahrscheinlich okay, oder? Also hier ist halt perfekt. Hier ist halt echt ganz entspannt, von daher. Wir bleiben erstmal kurz hier. Kann ich die nicht da reinsetzen? Hallo, Foundation. Okay, dann nicht. Ich glaube, wir gehen doch ein bisschen wandern. Weil der Hang, der war mir irgendwie ein bisschen zu krass und dann muss ich meine Foundations also komisch setzen und so. Ich will ein gerades, flaches Gebiet haben. So, und wir laufen jetzt einfach... Oh, hier sieht schon ein bisschen besser aus. Was zum Teufel, warum höre ich eine Brutmutter? Das hört sich aber nicht besser an. Ich glaube, das hier wird vielleicht doch nicht unser Örtchen. Ich höre viele Brutmuttis sogar. Oh no, no, no. Lass mich hier weg. Es gibt halt super schöne Plätze, aber ich glaube, ohne groß zu fliegen, kommen wir da wahrscheinlich nicht hin. Deshalb ist das jetzt erstmal unser Lager. Vorübergehend. Hier ist einfach auch gar nichts. Ich höre keine Brutmutter, nix. Oh mein Gott, hier sind einfach so, diese kleinen River Rocks sind hier einfach so mitten an Land. Und da kriegt man ab und zu richtig geil Metall raus. Ich habe gerade schon ordentlich was rausbekommen.
Das ist nice, das ist gut für den Start. So sieht unsere großartige Base bisher aus. Alles, was man braucht. Zwei Forges, eine Smithy, ein Feuer, ein Bett. Was will man eigentlich mehr? Ich bin wunschlos glücklich. Ich habe hier ordentlich Metall auch drin. Das ist schon am Schmelzen. Der Plan ist jetzt gleich, eine Upgrade Station zu machen. Oh, dafür brauche ich, glaube ich, normales Metall. Dann natürlich eine Armbrust zu machen. Das ist auch gut. Die machen wir auch gleich. Dann die so weit wie möglich zu upgraden. Und die Pfeile sind halt im super Sonderangebot. Die brauchen nur Narkobären und Pfeile. Und von daher ist es gar kein Ding. Das kriegen wir easy hin. Und das ist auf jeden Fall der Plan. Gute Armbrust, halbwegs gute Armbrust. Wir werden die nicht so weit aufwerten können. Weil ich habe halt keinen Plan, wo hier Metall ist. Ich bin gerade schon ein bisschen rumgerannt und habe nur die kleinen Steine gefunden. Sonst gar nichts. Wahrscheinlich muss ich irgendwo auf Berge drauf oder so. Und da kommen wir gerade nicht hin. Also nehmen wir erstmal das, was wir kriegen können. Und bauen jetzt unsere Armbrust, die gar nicht Armbrust, sondern Crossbow heißt. Und dafür brauchen wir Fiber. Warum habe ich kein Fiber? Wir können sogar schon unsere ersten Pfeile machen. Basic Poison Arrows können wir 10 Stück machen. Ich fühle mich reich. Wir haben halt super wenig Leder. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Aber ich guck mal, ob sie einmal upgraden können zumindest. Aber wir haben noch ein bisschen mehr in der anderen Werkbank gehabt. Und ein Upgrade. Oh, jetzt fehlt schon Metall. Och, Mann. Ah, das könnte kacke werden. Das könnte richtig kacke werden, weil ich habe halt echt nicht so viel Metall. Und das schmelzt halt auch nicht so schnell. Okay, noch ein Upgrade nehmen wir. Und jetzt brauche ich doch mal 12 Metall. Ich glaube, das ein Upgrade warte ich noch. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Trike finden. Und dann kann vielleicht der Rest des Metalls schmelzen in der Zeit. Und dann können wir mit dem Trike ein paar Bären farmen für mehr Pfeile. Das ist der Plan. Das ist ein guter Plan. Wir haben Level 40er Trike hier bei uns irgendwo am Strand angeblich. Und dann würde ich sagen, rennen wir da einfach mal hin. Ich habe jetzt 40 Pfeile, habe sogar noch ein bisschen gewartet und noch zweimal geupgradet. Ja, ich habe mir gegönnt. Und eigentlich sollte das Trike dann relativ schnell liegen. Dann können wir richtig, richtig dick Pfeile machen. Also das ist dann gar kein Problem mehr. Und damit sehen wir uns dann Petri und dann können wir uns ein bisschen die Map angucken, weil das ist eigentlich mein Hauptziel. Ich konnte mir das einfach noch nicht in Ruhe angucken. Oh nein, mein Trike ist tot. Von der Brutmutter! Ich sehe sie. Oh nee, okay, direkt wieder umdrehen. Kein Bock mehr. Andere Richtung. Ja, angeblich ist andere Richtung auch noch Level 20er. Dann gehen wir da halt hin. Hallo, Level 20 Trike. Ich würde dich gerne in mein Team aufnehmen und ich hätte super gerne Kristall. Und hier sind so viele von diesen Steinen, die Metall geben, ey. Oh mein Gott, das sind alles die... Das ist ja ein Traum. Oh, jetzt ein Ankylo und ich wäre ein reicher Mann. Oh, egal, haben wir nicht. Aber vielleicht gleich ein Trike. Vielleicht auch schon wieder eine Mutter. Oh nein. Oh nein, und da hinten bewegt sich auch... Ah, oh no, Alus. Alus, komm her, Trikey Boy. Nein, rette dich, Trikey Boy. Du bist ausgedockt. Nein, du wirst so gefressen. Ah! Oh nein, okay, das habe ich mir alles anders vorgestellt. Aber komplett anders. Da war auch ein Petri. Ah, oh, ich hätte auch direkt einen Petri holen können. Ich habe wahrscheinlich sogar noch Prime. Ich habe Prime. Ja, schade. Das hat nicht so geklappt. Ich würde sagen, wir rennen einfach weiter. Ich bin jetzt schon ziemlich weit weg von zu Hause, aber Umbrella-Tops wäre auch fein, ne? Jetzt, wo ich den gerade so sehe, wäre eigentlich auch voll okay. Vielleicht gehen wir einfach für den. Welches Level bist denn du so? Du bist Level 40. Ey, weißt du was? Warum nicht? Ich hoffe, du bist schnell ausgedockt. Oh, du rennst schon weg, oder? Ich glaube. Warum kommt da so komisches lila Blut aus dem raus? Ich bin sehr verwirrt. Das machen die Pfeile wahrscheinlich. Wo hab ich hingeschossen? Komm jetzt her. Ne, wo will er denn hin? Der läuft ja jetzt schon zu mir nach Hause. Oh nein, sag mir nicht. Oh, ich dachte, der ist ausgedockt im Wasser. Da wäre ich aber depressiv gewesen. Jetzt ist er ausgenockt. Ey, das ist eigentlich perfekt. Besser geht's gar nicht. Nehmen wir den halt mit. Ich nehme nie irgendeine Trike-Alternative mit. Ich nehme immer einen Trike. Jetzt bist du im Team. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, während der gerade am Pennen ist und am Bärenessen ist, hauen wir noch ein paar Dodos um, weil wir brauchen echt noch ein bisschen Halt. Wisst ihr was? Vielleicht nehmen wir direkt einen Petri mit. Wenn wir schon unterwegs sind und so weit weg von zu Hause, warum nicht? Ich bin echt nicht so gut da drin, eine Folge kurz zu halten. Da fällt mir gerade auf. Glaube ich, hätte danach schon beenden sollen. Egal, ich gucke nach einem Petri. Okay, es gibt einen Speed-Petri und der ist 500 Meter entfernt und das Richtung Brutmutter, glaube ich. Ich brauche eh Kristall. Komm, wir laufen mal ein Stückchen. Wir laufen einfach mal ein Stückchen zusammen, Leute. Und ich brauche Bolas. Bolas sind auch gut. Oh Gott, der ist bei den Alus, aber genau bei den Alus. Oh, wie unsympathisch schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Und der eine ist ein Speed-Alu. Der ist doch bestimmt 10-mal so schnell wie ich. Und jetzt ist der Petri da hinten ganz. Was? Oh, Junge, der Alu! Habt ihr den gesehen? Habt ihr den Alu gesehen? Oh mein Gott. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich eine Bola craften kann. Also damit kann ich Alus auch nicht bolern, das weiß ich. Aber ich will einfach eine haben, falls ich schnell den Petri mitnehmen kann. So, wir müssen mal ein bisschen in Büsche krabbeln. Und dann würde ich Oxygen skillen und ein bisschen schwimmen gehen, glaube ich. Mein Morellatops ist jetzt einfach fertig. Und jetzt steht er da hinten. Oh, 17 Bolas, ich bin reich. Und Oxygen, go. Ah, Wasser ist auch nicht so gut. Okay, nee. Da gehen wir auch nicht lang. Wir rennen einfach ganz am Strand lang. Ich hoffe einfach, die Alus sehen mich nicht. Okay, er kommt runter.
Er ist gebolert. Ich habe halt kein Spyglass oder so. Ich habe keinen Plan, wie viel Schuss der braucht. Was ist das gewesen? Der hat mir mein Prime geklaut. Nicht mein Prime, nee. Und meine Armbrust, oder? Der hat mir meine Armbrust geklaut. Hat der mir die zwei wichtigsten Sachen überhaupt geklaut gerade? Das kann ich, oder? Der hat mir mein Prime und meine Armbrust geklaut? Das war's mit meinem Petri, glaube ich. Wie soll ich irgendwas töten? Hey, 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 hey. Was ist denn los hier? Oder liegt die hier irgendwo? Ey, noch einmal. Ich raste aus. Der hat mir schon wieder irgendwas geklaut. Hier liegt was. Meine Armbrust. Okay, alles gut, alles gut. Okay, nicht schlimm. Alles unter Kontrolle und ich werde die jetzt alle töten. Einen haben wir. Zwei haben wir. Oh mein Gott, ich habe Aim. Seit wann? Und drei. Ich habe die nicht mal gesehen und trotzdem getroffen. Nice. So, Leder nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Problem ist, wir haben kein Prime mehr. Das ist wirklich ärgerlich und ich glaube, ich kann nichts töten, was Prime gibt, außer irgendwie Babys oder so. Der ist auch Low-Level, ne? Vielleicht reicht doch Fleisch. Scheiße, sollten wir den Kollegen hier auch verprügeln. Ah, der sieht modded aus, den doch nicht. Der ist Level 12, perfekt. Weil wir brauchen auch Keratin für den Saal. Nee, schon wieder. Ah, ja, ja, diesmal nicht. Oh, er ist schon gezähmt. Oh mein Gott, er ist halt Level 16. Er ist halt richtig Schmutz. Aber ist okay, wir nehmen ihn jetzt erstmal mit. Ich weiß sowieso nicht, warum die Level so komisch sind. Level 16 macht gar keinen Sinn. Eigentlich müsste das 5er Level sein. Ich muss gleich mal abchecken. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Jetzt musst du nur noch lebendig wieder nach Hause kommen. Den Seil kann ich so nicht craften, oder? Und nur Fasern, theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob der normale Seil da drauf geht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Junge, bist du schnell. Weil das ist ja so cool. Dann könnte ich einfach auf dem nach Hause reiten. Wir gucken mal nach Fasern. Seil wird gecraftet. Er geht nicht drauf. Oh, wusste es. Wusste doch, ich habe irgendwas in Erinnerung. Verdammt. Und jetzt habe ich extra meine Sachen dafür verbraucht. Egal. Wir laufen nach Hause. Also, wenn uns der Hai da hinten nicht sehen sollte. Und so andere böse Sachen, die hier so ab und zu rumschwimmen. Dann sieht es ganz gut aus. Ich glaube, wir sind gleich zu Hause. Da vorne müsste eigentlich so unsere Base sein. Petri hinter mir, Morella Tops, ist der langsamste Schwimmer der Welt. Das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, der schafft's auch. Wir brauchen einfach Semantic Paste für die Workbench. Ey, du bist hier. Wie nice. Alles ist zu Hause angekommen. Ah, ich würde fast sagen, Leute, das wird zu lang, wenn ich jetzt noch Semantic Paste suchen gehe für den Sattel und was weiß ich nicht alles. Dann machen wir das. Nächste Folge in Ruhe. Leute, ich hoffe, euch hat die erste Folge hier auf dem Zweitkanal gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Das wäre super, super lieb von euch. Ich würde sehr weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.